Was geht ab, ihr Monster, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute den Anime Fighter Simulator und ich hab Bock. Ihr wisst, ich bin absoluter Dragon Ball Fan und wenn ihr genauso hyped seid wie ich, dann smasht jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Wir gehen aber auch direkt ins Spiel und ihr seht schon, hier steht ein gigantischer Freezer. Natürlich sind die Namen hier auch wieder umbenannt, das heißt, der heißt einfach nur Armored Force. Und wir haben Heka, warum der auch immer Heka heißt, das ist natürlich Son Goku, wir wissen alles. Und wir spielen hier tatsächlich ein ähnlich wie Pet Simulator. Das heißt, die Anime-Helden, eure Anime-Helden sind eure Pets. Und das Spiel ist durch die Decke gegangen. Es hat 200.000 Spieler gehabt. Ich bin absolut hyped. Ich meine, den Pet Simulator spielen wir noch. Da bin ich aber momentan in der letzten Welt. Da kommt auch noch eine Folge. Seid da gespannt drauf. Und wir müssen dann natürlich was Neues anfangen, bis da ein Update kommt. Deswegen spielen wir jetzt den Anime Fighter Simulator. Und ich werde mich ja auch wieder komplett reinhängen. Viele Freunde von mir spielen das auch. Darunter auch Samtron. Und ja, ich habe schon 3 Codes aktiviert. Die werde ich euch natürlich auch unten in der Beschreibung oder im ersten Kommentar verlinken bzw. reinschreiben. Dann könnt ihr die ganzen Codes auch nutzen. Ich habe jetzt hier schon den ersten Free Boost von 45 Minuten. Das heißt, auch wenn ihr nur eine Folge von ca. 10 bis 15 Minuten bekommt, ich werde jetzt erstmal 45 Minuten durchsuchen, denn wir wollen diesen Simulator natürlich durchspielen. Und ich habe jetzt hier erstmal den Son Goku ausgewählt. Wir konnten auch Krillin nehmen, aber wir wissen alle, was Krillin für einer ist. Deswegen machen wir das nicht. Und ich weiß, dass ich diesen Simulator sehr viel spielen werde und dass ich hier auch mehrere Videos reinhauen werde. Das heißt, wir gönnen uns hier bitte nicht nachmachen, wenn ihr keinen Zugriff auf Robux habt. Aber ich, weil ich das Spiel mit meinen Freunden spielen will und ein bisschen aufholen muss, gönne mir hier ausnahmsweise den VIP-Rang für 399 Robux. Das sind 4 Euro circa. Viel Geld. Ich weiß, ich mach's auch eigentlich nicht, aber heute schon. Und wir schauen mal, was uns das Spiel hier bringt. Wir haben nämlich jetzt hier auch den neuen Held, nämlich uns selbst. Den equippen wir auch direkt. Der macht 87 Schaden. Weiß nicht, vielleicht können wir es dann sogar mit Freezer hier schon aufnehmen. Na, ich glaube, das warten wir einfach kurz ab, während die hier kämpfen. Ihr seht die coolen Animationen. Der Son Goku haut hier richtig rein. Meine Kopie ist jetzt, naja, so ein halbwegs Kopie. Naja, egal. Wir besiegen jetzt erstmal Freezer. Hier hat nämlich gerade einer beiläufig draufgehauen und der ist fast gestorben. Das heißt, wir finishen ihn jetzt hier. Und gucken mal, was wir bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch zockt. Würde mich interessieren. Und denkt dran, anhand der Likes sehe ich immer, ob euch ein Video gefällt. Und dann gibt es natürlich mehr Folgen. Wobei, hier werde ich es hart durchspielen. Wir haben 3680 Münzen bekommen. Und ein Ei kostet hier nur 60. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier das Equip gönnen. Das heißt wiederum, wir brauchen Eier. Hier sind es Stars. Aber in anderen Spielen sind es halt Eier. So, wir haben erstmal einen Trunks gezogen. Der ist coming. Interessiert uns natürlich nicht. Wir wollen ja sofort was Richtiges haben. Ah, nochmal ein Trunks. Aber auch hier kann man die später, ich wurde ein bisschen gespoilert von Samtron, aufrüsten. Ähnlich wie im Pet Simulator. Da waren es ja dann vergolden oder eben ein Rainbow rausmachen. Und hier kann man das auch. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Oh, wir haben einen Legendary Gohan bekommen. Nice. 0,92%, dass man den kriegt. Da feiere ich ja schon mal hart. Ich hätte gerne noch einen Rare oder einen Epic zumindest dazu. Wir gönnen uns das auf jeden Fall noch. LOL! Zweimal Legendary für 0,92? Okay, wie viel Glück kann man denn haben an der Stelle? Wir nehmen den mal mit. Ich weiß gar nicht, man kann 3 Stück mitnehmen. Das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich erstmal so weit, dass wir alles haben, was wir brauchen. Den nehmen wir nicht mit. Und wir sind halt auch stark. 87. 87 ist halt das Doppelte zu dem. Das ist schon ziemlich krass. Und wir können die auch umbenennen. Das heißt, dem nette Kommentare und nette oder beziehungsweise gute Kommentare, kreative Kommentare, so werden wir dann die Pets benennen. Und ich weiß noch nicht, je nachdem wie weit wir kommen, werde ich auch einfach Pets verlosen. Der hier sieht ein bisschen aus wie Piccolo, der sieht schon ein bisschen aus so weirdo wie Broly oder Broly und der sieht ein bisschen aus wie Vegeta, man weiß es nicht. Werden wir uns später angucken. Wir nehmen jetzt erstmal nach dem ganzen Gelaber die erste Quest von Bulma an. In dem Spiel heißt sie Bumba, aber das macht ja nichts. The Force are everywhere. Can you help me by defeating some Force Run? Die gegnerischen Einheiten, beziehungsweise die Freezer Force, so heißt es ja im Original, ist überall. Können wir ihr helfen, diese zu besiegen? Natürlich können wir das machen, indem wir hier einfach anklicken. Ups. Wie natürlich im Pet Simulator, ähnliches Prinzip, beziehungsweise eigentlich dasselbe Prinzip. Und dann werden wir uns hier durchboxen und dementsprechend Geld sammeln, beziehungsweise die Quest machen. 20 Stück müssen wir hier machen und wir hustlen hier einfach durch. Ist natürlich jetzt gar kein Problem mehr. Oh, Force 2 muss ich gar nicht besiegen. Gehen wir jetzt trotzdem hin, aber der war irrelevant. Wir müssen Force 1 besiegen, stand da explizit. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, die spawnen relativ schnell.
Aber ihr seht schon, die leveln auch scheinbar. Das ist mir noch neu, dass die mitleveln. Aber hier geht's ja richtig ab. Also ich bin jetzt hier natürlich mega OP. Und ihr wisst ja, wie gesagt, ich werde hier reinhasseln. Deswegen überlege ich gerade, mir tatsächlich noch den Autoklicker zu holen. Bitte macht es nicht nach. Ich mache das jetzt hier nur ausnahmsweise, um mit den Jungs wieder mithalten zu können. Ihr wisst, ich bin eigentlich niemand, der reinpayt oder der seltenst reinpayt. Ich glaube, das letzte Mal gekauft habe ich mit euch im Video in Islands damals und jetzt tatsächlich im Pet Simulator 8 Pets, weil das einfach viel schneller geht. Habe ich auch noch gemacht. Aber das sind immer noch meine Robux von damals. Ich habe nie Geld wieder reingehauen. Deswegen, ich mache das einfach mal. Wir machen jetzt mal schneller laufen und den Autoklicker, dass hier die Attacken automatisch drauf laufen. Dann kann ich mich nämlich viel mehr aufs Konzentrieren, mit euch reden konzentrieren. Ihr seht schon, ich muss die nämlich jetzt hier auch nur noch einmal anklicken. Das ist mega gut für mich. Und dann gehen wir hier steil und durch. Und das waren auch nur 69 Robux. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das schon deutlich teurer in anderen Spielen gesehen. Also wirklich teurer. Und deswegen, naja. Ist zwar trotzdem nicht unbedingt sinnvoll. Ich bin immer der Meinung, das sollte doch jeder haben, das Feature. Aber egal, wir machen das. Wir gehen jetzt hier durch. 20 brauchen wir, also 5 noch. 4 noch hier nach. 3 noch. Mega. Und was ich euch auch schon sagen kann, jede Welt, die man hier freischaltet, ist tatsächlich ein anderes Anime-Universum. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in Dragon Ball, dann kommt noch was anderes und so weiter und so fort. Und deswegen, es wird niemals langweilig. Ich glaube, es gibt hier auch, Naruto? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Attack on Titans. Attack, upsala, of the Titans. Great job. You completed the quest. Okay, hast du gut gemacht. The more we defeat, the stronger they get. Try defeating some Force 2 and Force 3. Das heißt, je mehr wir besiegen, desto stärker werden sie. Bitte besiege auch noch welche von Stufe 2 und 3. Haben wir überhaupt kein Problem. Klicken wir genau einmal rein und dann machen die das hier. 2, 3 und dann laufen wir hier auch durch. Und hier müssen wir dann auch nochmal 15 besiegen. Sollte an der Stelle überhaupt kein Problem sein. Oh, hier sind noch mehr. Da müssen wir mal kurz mitschlagen. Kein Problem. 1, 2, 3. Retreat ist natürlich nicht richtig. Und bam. 1, 2, 3. Oh, das ist schon einer von Cell. Ich weiß gar nicht, ob wir den kriegen. Müssen wir mal eben gucken. Der schlägt natürlich hart zurück. Müssen wir mal gucken. Und ihr seht schon, der Autoklicker hier unten, der hasselt richtig rein. Wir können jetzt sogar noch mitschlagen. What? Okay, ich habe gesehen, wenn diese blaue Bar sich auflöst, dann wird eine die Spezialattacke ausgelöst. Ihr seht hier die Balken. Sehr, sehr, sehr krass. Das will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Und hier haben wir einen Fan auf jeden Fall am Start. Bitte nehmt meine Freundschaftsanfrage an Zockmonster. Nein, tatsächlich leider nicht. Ich antworte dir jetzt einfach in dem Video, beziehungsweise euch allen. Meine Freundesliste ist tatsächlich nur von Leuten, die ich wirklich kenne. Ansonsten ist sie halt super schnell voll und ich kann es nicht jedem recht machen. Deswegen nehme ich keine Freundschaftsanfragen an. Das hat nichts mit abgehoben zu tun oder dass ich das nicht will. Es ist einfach so, dass die dann super schnell voll wäre. Freunde können mir auch immer nachconnecten. Das sind halt so Leute wie Samtron und so, die ich halt schon ewig kenne. Ist halt schwierig, wenn da jeder drauf ist. Deswegen nehme ich da keine an. Macht euch da bitte keine Gedanken. Das hat nichts mit euch zu tun oder sonst was. Einfach aus diesen Gründen. Und dazu kommt noch, ich habe ja auch eine Roblox-Gruppe. Die ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne joinen. Und es wird demnächst auch endlich mal wieder ein Ingame-Outfit geben. Ich sitze dran. Ich weiß, wir sind auch noch immer noch, ich bin auch noch ein Abo-Special behind. Wir holen das jetzt alle wieder auf. Ich bin am Start. Wir werden jetzt hier wieder voll reinhasseln. Und das ist einfach der zweite Simulator, den wir jetzt hier durchsuchen werden. Und ich würde sagen, ihr habt jetzt so ein bisschen den Einblick. Ich suchte jetzt hier erstmal rein und zeige euch nachher noch, oder beziehungsweise gleich nach dem Schnitt, die gesamte erste Welt von Dragon Ball. Wir haben noch nicht alles besiegt, aber ich habe gerade rausgefunden, dass die nächste Welt nur 800.000 kostet. 8.000, Entschuldigung, die Secret Village. Also gehen wir doch erstmal zur Secret Village rüber, weil das hier quasi die Tutorial-Welt war, kaufen uns da die neuen Charaktere und gehen dann zurück und machen die Quests fertig, weil die Quests geben tatsächlich einen permanenten Bonus, den ihr immer behaltet, ja? Also ihr müsst unbedingt die Quests machen, das ist wichtig. Ich meine, ihr könnt die Welten skippen, ist absolut kein Problem, aber ihr müsst am Ende die Quests gemacht haben. Und hier sind wir jetzt natürlich in der Naruto-Welt, habe ich ja schon angenommen. Sehr, sehr cool. Ich weiß allerdings noch nicht, was danach kommt. Ich bin super gespannt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal noch die Quest an, gucken und dann, naja, gucken wir mal weiter. The evil ninjas have invaded the secret village and we need your help. Can you defeat some Ultra Ninja Run? Also, die bösen Ninja haben gerade das Dorf angegriffen, das geheime Dorf, und wir müssen es besiegen. Jetzt muss ich natürlich die Ota Ninja Ones hier besiegen. Die haben mittlerweile aber auch schon um einiges mehr an Leben, gehen aber trotzdem noch gut kaputt hier mit meinen Dragon Ball Leuten. Sehr, sehr cool an der Stelle auch, dass man hier mixen kann, ne? Ich meine, die ganzen Anime-Universen werden hier gemixt und jetzt gucken wir mal, dass es hier wieder
Geld, aber hier kostet eins jetzt 225 nur. Okay, dann ziehen wir hier direkt nochmal Eier. Ich bin gespannt, beziehungsweise Sterne, Entschuldigung. Und wir haben einmal, oh Gott. War das nicht Naruto selbst? Oh, ich habe Naruto nie geguckt. Ich glaube, das ist der Betrunkene, ne? Der immer betrunken kämpft. Actually, Naruto war nie meins, ihr wisst das. Ups, jetzt habe ich noch mein Handy weggeschmissen. Naruto war nie meins. Ich weiß, ich wollte immer Naruto mal nachholen, aber da gibt es ja schon 2 Millionen Folgen. Ich habe die alle schon gesehen, ich weiß, wer das ist, aber ich kriege die Namen nicht auf die Kette. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal da schreiben, wen ich da gezogen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Rock, ich habe es vergessen. Naruto war tatsächlich nie so meins, aber wir ziehen jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Pets. Ich will schon einen Legendary haben, um dann nochmal zurückzugehen, um da richtig aufzuräumen, weil es ist einfach unheimlich, also der Schadensunterschied sollte deutlich stärker sein. Und ihr seht, die haben auch alle verschiedene Level. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Helden zieht, hat er manchmal, siehst du, der hatte nur Level 11, der davor Level 12, ist auch noch ein relevanter Faktor, achtet darauf. Und ansonsten kann man die natürlich füttern, wie auch immer und damit leveln. Aber jetzt wollte ich eigentlich noch einen ziehen. Geht aber gerade nicht. Ah, jetzt muss ich wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Nice, aber wir ziehen immer noch kein Legendary. Ein Legendary hätte ich gerne oder ein Epic. Ich meine, das Rare ist schon nice. Please. Ah, komm schon, eins zum Abschluss. Na, komm schon. Pretty please. Na, ein zweiter Rare ist auch nicht schlecht. Aber ein Legendary oder ein Epic wäre halt echt schon schön. Ah, egal. Gehen wir uns mit den zwei Rares zufrieden. Und das heißt, wir werden jetzt die Legendaries, die haben 49 Schaden, die haben 55 Schaden. Ist halt gar nicht mal... Oh, lol, der hat nur 39, okay. Oh, und wir können sie fusen, ich habe es gerade gesehen. Das heißt, wir können jetzt die mal wegmachen. Und dann probieren wir das auch direkt mal aus. Das ist ja noch ganz cool. Er hat nämlich nur 55 Schaden. Aber es ist trotzdem noch gut. Also es ist dennoch gut. 55, 22, 24. Können wir ihn jetzt hier fusen? Mit allen anderen? Was genau kommt daraus? Oh, den Son Goku behalten wir mal. Das war das Starter-Pad. Und dann gucken wir mal. Fuse selected. Es gibt ihm 3... Oh, das gibt ihm richtig viel XP. Ich will mal eben gucken, was wird denn aus ihm? Lol, er macht jetzt einfach 68 Schaden. Also lohnt es sich ja richtig, die Pets zu ziehen und dann noch rein zu fusen. Bitte was? Er macht dann einfach 68 Schaden auf einmal. Mega cool. Okay, wie lange brauchen wir jetzt noch, um hier einen so zu besiegen? Mit Autoklicker? Oh, das geht deutlich schneller. Sehr, sehr, sehr schön. Ich bin zufrieden. Mir gefällt dieser Simulator mega. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Simulator findet und ob ihr mehr sehen wollt. Ich hab mega Bock. Ich hab mega Bock. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Wir sehen uns demnächst wieder. Euer Zockmonster. Ciao.